Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten und herzlich willkommen zum Adventskalender der Garten-YouTuber Tor Nummer 16. Ich freue mich, dass ich auch in diesem Jahr wieder bei diesem schönen Gemeinschaftsprojekt dabei sein darf und danke an dieser Stelle schon mal Max und Jen von der Gartenkanal und Gartengemüsekiosk für die Organisation. Wie in jedem Jahr echt ein tolles Projekt, danke, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Felix, ich bin 21 und ich komme aus Lingen, das liegt im Emsland in Niedersachsen. Und das hier hinter mir, das ist mein Garten. Um mich mal kurz vorzustellen, seht ihr hier mal einen kleinen Clip von meinem Gemüsegarten. Ich finde es immer wieder schön, wenn es Dezember wird und im Garten eigentlich nicht so viel los ist, aber alle Garten-YouTuber zusammenkommen, um den Adventskalender der Garten-YouTuber zu veranstalten. Deswegen schaut gerne mal in die Videobeschreibung, dort sind alle teilnehmenden Kanäle aufgelistet und so seht ihr nicht nur, wer jeden Tag sein Türchen öffnet, sondern ihr seht auch, was für tolle Gartenkanäle es sonst noch so auf YouTube gibt, die ihr wahrscheinlich auch noch nicht kanntet und den ihr gerne natürlich mal folgen könnt, denn das ist für uns Garten-YouTuber natürlich die größte Anerkennung, wenn unsere Videos geschaut werden. Ja, und auch ich möchte mich natürlich mit diesem Video bei meinen treuen Zuschauern bedanken, die das ganze Jahr über meine Videos schauen, liken, kommentieren und auch in verschiedensten Gartengruppen und Foren teilen. Da freue ich mich immer sehr drüber. Deswegen gibt es von mir hier in diesem Video 3 große Saatgutpakete zu gewinnen mit selbstgenommenes Saatgut, Saatgut von vielen verschiedenen Herstellern und natürlich auch ein paar Spezialitäten. Was genau drin ist, das werden dann nur die 3 Gewinner erfahren. Wenn die den Gewinn natürlich auf Instagram oder so posten, dann werdet ihr es auch sehen. Aber die 3 Gewinne, die werden ein Überraschungspaket sein und das gibt es insgesamt 3-mal zu gewinnen. Aber in diesem Adventskalender Türchen Nummer 17 von mir gewinnt jeder. Denn jeder, der dieses Video bis hier schaut, hat die Möglichkeit, mir einen frankierten Rückumschlag zu schicken. Das heißt, dass das Porto quasi schon bezahlt ist und ich nur etwas reinpacken muss und es so zurückschicken kann. Da schreibt ihr dann einfach eure Adresse drauf und quasi eine Briefmarke und ich schicke in diesem Brief dann einen Gewinn zurück. Denn jeder, der den Adventskalender der Garten-YouTuber schaut und der uns auch in dieser Saison unterstützt hat, hat meiner Meinung nach ein kleines Geschenk verdient. Und deswegen kann mir jeder einen frankierten Rückumschlag schicken und ich habe dann Folgendes für euch. Ja, und das, was jeder bekommt, der dieses Video schaut und mir einen frankierten Rückumschlag schickt, ist diese Bio-Paprika-Kira. Und zwar habe ich die letztes Jahr zusammen mit Kiepenkerl rausgebracht und zwar mit meinem Gesicht drauf und meinem Kanalnamen. Das ist eine sehr schöne Bio-Spitzpaprika. Das Saatgut ist samenfest, das heißt, ihr könnt es auch selber vermehren. Und die Paprika ist ja sehr zart und süß, hat einen sehr schönen Geschmack und die Sorte heißt übrigens Kira. Davon habe ich noch sehr viele zu Hause, das heißt, jeder, der mir einen frankierten Rückumschlag schickt, bekommt von mir diese Paprika-Kira zugeschickt. Insgesamt sind da laut Verpackung, muss ich mal eben schauen, 6 Korn drin, das heißt 6 Paprika-Kiras. Ja, wie kann man meine Spitzpaprika zusammenfassen? Es ist ein sehr süßes Aroma, die ist etwas länglicher und die kann man super als gefüllte Spitzpaprika zum Beispiel auf den Grill legen im Sommer. Die Spitzpaprika ist jetzt nicht komplett rot, die geht so ins Orangeliche. Das finde ich aber sehr schön und deswegen, ja, könnt ihr diese Paprika-Kira bekommen, um die dann nächstes Jahr bei euch im Garten mit anzubauen. Also dafür braucht ihr nichts tun, außer meine eingeblendete Adresse, einen frankierten Rückumschlag schicken und automatisch bekommt ihr dann die Paprika-Kira zugesendet. Aber wie kann man nun die 3 Hauptgewinne, die 3 großen Saatgutpakete gewinnen? Das ist ganz einfach. Ihr habt ja einen kleinen Kanaltrailer am Anfang dieses Videos gesehen, wo ich meinen Garten kurz vorgestellt habe. Da war ein kleines Wort eingeblendet, ein kleines Lösungswort. Das schreibt ihr mir in die Kommentare und schreibt mir zusätzlich mal eure Meinung. Worin gärtnert ihr am liebsten? Sind es Hochbeete, wie hier hinten? Gärtnert ihr am liebsten im Gemüsebeet? Oder gärtnert ihr vielleicht sogar am liebsten in einem Gewächshaus oder Folientunnel? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare dazu. Heißt Teilnahmebedingung, ein Kommentar schreiben mit dem Lösungswort und worin ihr am liebsten gärtnert oder wie ihr am liebsten gärtnert.
dann natürlich Abonnent dieses Kanals sein, denn das Ganze soll ja ein Dankeschön für die treuen Zuschauer sein. Und ich werde das Ganze natürlich dann im neuen Jahr auflösen, wie ganz einfach im Community-Tab. Das heißt, ihr müsst diesen Kanal nicht nur abonniert haben, sondern auch die Glocke aktiviert haben, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und zum Beispiel verpasst ihr auch nicht, wenn diese Community-Posts online kommen. Und in diesen Community-Posts, da habe ich dann den Gewinner bekannt gegeben. Das Ganze wird in der ersten Januarwoche stattfinden und die ganze Aktion mit den gratis Paprika Kiras, mit den gratis Saatguttütchen, wo ihr mir den frankierten Rückumschlag schicken könnt, die läuft noch bis Ende Januar, denn spätestens Ende Februar sollte dann auch das Saatgut in der Erde sein, damit ihr was von der ganzen Aktion habt. Also bis Ende Januar könnt ihr noch einen Umschlag an mich schicken. Und Anfang Januar, in der ersten Januarwoche, werde ich den Gewinner bzw. die drei Gewinner von den drei Saatgutpaketen im Community-Tab bekannt geben. Ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Ich wünsche euch natürlich eine schöne restliche Weihnachtszeit. In einer Woche ist ja schon Heiligabend und bis dahin könnt ihr natürlich auch noch jeden Tag weitere Videos vom Adventskalender der Garten-YouTuber genießen. Schaut gerne bei den anderen Kanälen vorbei, wie gesagt in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr habt ja schon ein wenig von meinem Garten gesehen und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr über den Garten-Adventskalender hier hinaus auf meinem Kanal bleibt, denn wir haben sehr viel vor. Mein neuer Garten, den ich gerade erst habe, hat 16 Hochbeete, 2000 Quadratmeter mindestens Fläche, ein großes Gemüsebeet und auch drei Gewächshäuser bzw. Folientunnel. Wir bauen noch eine Gartenhütte und. Bleibt gerne auf meinem Kanal aktiv und schaut die Videos, würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten eine schöne restliche Weihnachtszeit. Danke nochmal an Jen und Max für die Organisation. Und dann noch viel Spaß mit den restlichen Türchen vom Adventskalender der Garten-YouTuber. Und viel Glück, vielleicht gewinnt ihr eines der drei großen Saatgutpakete. Dann sehen wir uns Sonntag wieder. Sonntags 8.15 Uhr lade ich neue Videos hoch. Bis demnächst, alles Gute und ciao, euer Felix Hobbygarten.